Moin Moin und einen wunderschönen frischen guten Morgen. Heute geht es wieder los für mich auf Schusters Rappen. Und zwar diesmal bin ich wieder in Schleswig-Holstein unterwegs. Und zwar bin ich gerade in Oschlag. Oschlag ist nördlich des Nord-Ostsee-Kanals. Wer den Nord-Ostsee-Kanal nicht kennt, der verbindet die Nordsee mit der Ostsee und ist die meistbefahrenste künstliche Wasserstraße der Welt. Wäre es jetzt nicht gerade neblig hinter mir, könnte man noch den Heideteich sehen. Aber wir haben gerade mal 9 Grad. In Kiel bin ich bei 4 Grad losgefahren. Und wie gesagt, ich möchte hier mal ein bisschen wandern wieder. Die Strecke soll ungefähr 13,5 Kilometer sein. Und es soll auch noch durch eine Inlandsdüne führen. Da bin ich mal ganz gespannt. Ich hoffe, ihr auch, und begleitet mich auf dieser Strecke. Also hier in Oschlag sieht das mit den Rastplätzen schon mal ganz gut aus. Mal sehen, wie sich das weiter auf diesem Weg entwickelt. Aber ich habe ja noch nicht mal einen Kilometer, vielleicht ein bisschen drüber. Auch auf dieser Tour gibt es wieder ein bisschen was geschichtlich zu erleben. Gerade war ich bei einem Grabhügel hier in der Nähe des Ortsausganges Oschlag. Oschlag gehört übrigens zum Gebiet Naturpark Hüttener Berge. Hüttener Berge ist ein Naturparkgebiet in einer Größe von 219 Quadratkilometern. Wie gerade kurz auf dem Schild gesehen, befinde ich mich gerade auf dem Ochsenweg. Wird auch Herrweg genannt. Sein Ursprung wird datiert oder zumindest angenommen, dass er schon in der Bronzezeit gegeben hat. Er führt von Viborg in Dänemark bis nach Wedel in Schleswig-Holstein. Ist somit ungefähr 230 Kilometer lang. Er diente als Viehtriebweg, um das Vieh auf trockenem Wege zu bewegen können im Land und den Viehhandel aufzubauen oder zu betreiben. Denn wurden auch genutzt, deswegen auch Herweg durch Soldaten oder Ritter und auch Kaufleuten. Und bis heute ist es sogar auch noch ein Pilgerweg. Hier kann man zum Beispiel auch über den Ochsenweg den Santiago de Compostela erreichen. Also man kann von hier aus mit Wegverzweigung bis nach Santiago gehen. Ich habe euch gerade das kleine Schildchen mit der Wandermaus gezeigt. Diese Zeichen zeichnen die Wanderwege hier in den Naturpark Hüttener Berge aus. Weil Hüttener Berge ist nämlich ein sehr beliebtes Wandergebiet hier in Schleswig-Holstein
und es gibt viele verschiedene Wege. Ich hatte auch schon mal einige begangen. Ich werde euch mal hier oben ein Video verlinken. Ich musste mir mal jetzt schnell die Jacke ausziehen. Es sind zwar nur 12 Grad, aber durch die Sonne ist es doch ganz schön warm. Und ein bisschen Glück, blüht hier noch die Heide, ein bisschen geschützten Gelände, aber eigentlich ist es schon viel zu spät. Da muss ich mal noch mal einen früheren Zeitpunkt langlaufen, wenn das hier blüht. Die Strecke habe ich mir wieder bei Komoot rausgesucht, aber ich passe sie mir immer etwas an auf meine Bedürfnisse. Wie jetzt gerade, das war eigentlich nicht der ausgesuchte Weg, aber ich wollte gerade den Plattenweg ein bisschen verhindern und ich glaube, der Weg sieht ein bisschen besser aus wie ein Plattenweg. Und mal sehen, wie viele Kilometer eigentlich näher drauf kommen. Ich habe gerade mal auf die Karte geguckt oder besser gesagt bei Komoot reingeguckt und es müssten so grob 15 Kilometer werden. Aber schauen wir mal, was zum Ende zusammenkommt. Gerade noch was Interessantes hier im Wald entdeckt. Da scheint irgendwie eine Naturtrainingsstrecke zu sein, für was auch immer. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was das ist. Also hier, wie man sieht, sind auch ein paar Pappfiguren oder Holzfiguren mit einem Tor, wo man dran vorbeilaufen muss. Hier Reifen in Form der Olympischen Ringe. Das sieht wie ein Trailparcours aus, wie ein kleines Trainingszentrum. Aber wie gesagt, schreibt gerne mal rein, was das hier vielleicht sein könnte. Das hat sich ja ganz schnell aufgeklärt. Also da wäre ich niemals drauf gekommen, dass es sich hier um Fußballgolf handelt. Aber weil es sich ja schon aufgeklärt hat, schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr das überhaupt schon mal gespielt habt. Hier laufe ich jetzt entlang dem Naturschutzgebiet Sorgwold. Dies ist eine Binnendüne, die seit 1936 unter Schutz gestellt ist. Damit möchte man die Dünenlandschaft und die Heidelandschaft mit den entsprechenden Pflanzen schützen. Sie gehört auch zu dem Natura 2000.
Hier werde ich wohl noch mal hinkommen, wenn die Heide blüht, weil das ist wirklich schön hier, das Naturschutzgebiet. Und Liz würde von hier bestimmt auch begeistert sein. Auf meinem letzten Teilstück führt mich das hier auch noch durch das Oschlager Moor. Das ist ein typisches Heidemoor, was schützenswert ist natürlich, wobei nebenan immer landwirtschaftliche Betriebe auch noch arbeiten. Zu der Fläche kann ich leider nichts sagen, da habe ich nichts gefunden. Aber was man hier so durch die Bäume sehen kann, ist doch sehr anschaulich. Das Oschlager Moor kann man übrigens bewandern über den Jungfernstieg. Und ich habe doch noch was zur Fläche gefunden. Und zwar umfasst das hier 128 Hektar und seine weiteste Ausdehnung ist 1,93 Kilometer. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Ausgangspunkt wieder erreicht und jetzt seht ihr auch den Heidesee. Der war ja vorhin im Nebel versteckt. Die Strecke war jetzt insgesamt 15,3 Kilometer lang. Eigentlich sehr wunderschön. Wenn ihr den selber wandern möchtet, könnt ihr gerne den Wanderweg von den Hüttner Bergen oder dem Naturpark Hüttner Berge nutzen. Die 14 und die 15. Natürlich könnt ihr beide kombinieren oder ihr nutzt meinen, den ich hier getrackt habe, auf Komoot. Den verlinke ich euch natürlich wieder unten in der Beschreibung. Die Wege waren eigentlich sehr gut durchwachsen mit Plattenwegen, Feldwegen, Waldwegen und Schotterwegen. Rastplätze wie hier gab es zahlreiche, auch sehr gut ausgestattet teilweise und mit schönen Blicken, zum Beispiel in die Binnendüne oder in das Moor. Highlights auf diesem Wanderweg waren natürlich die Binnendüne und das Moor und Oschlag. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Gebt mir ein Like und schreibt auch gerne was in die Kommentare. Wer natürlich neu ist hier, lässt auch gerne ein Abo da und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch die kleine Glocke daneben. Weitere Wanderwege findet ihr, die ich gelaufen habe, in meiner Playlist. Vielleicht findet ihr dort etwas für den nächsten Urlaub. Das soll es denn auch gewesen sein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.